Hilfe. Das Zimmer rechts. Wo ist der Helikopter? Ja, ich folge euch ja schon. Probleme mit der russischen so. Jets. Die Amerikaner kommen näher. Gut, jetzt bleibe ich bei euch. Ja, jetzt sind da wieder welche. Ja, jetzt bewegen die sich auch wieder. Ah, da kommt jemand. Das muss ich nicht verstehen. Ich hau dem dreimal einen Sniper ins Gesicht und der stirbt nicht, oder wie? Und jetzt bin... Oh. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Verdammt nochmal. So. Ja, die beiden habe ich jetzt. So. Und nochmal. Ja, ey, da sind zwei meiner Leute. Auf wen schießen sie auf mich? Die schießen wie immer nur auf mich. Ey, wehe, ich gehe jetzt hier nochmal drauf. Oh, könnt ihr den nicht mal down bekommen? Geht doch. Hab ich den? So. Ach, ich dachte, das wäre unser Kumpel, der da runterkommt. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Die beiden habe ich. Scheint aber noch jemand zu sein. Ach, da ist er gewesen. Genau, da wird er jetzt so durchgeschossen. Ja, hätte nicht mitgerechnet, ne? So. Ich schieß von hier aus. Hier, Granate für euch. So, nachladen. Und mal wieder nachladen. Jetzt kommt hier wieder einer raus. Kennen wir ja. So. Jetzt verkacke ich hier aber nicht. So. Ja, mit dem MG lebt sich gleich schon viel leichter. Als mit so einer blöden Pumpgun. Wo sind jetzt hier noch welche? Alle schon tot? Lebt er noch? Nee, gut. Ach, da ist jemand. Wow, wow, wow. Oh, scheiße. Ist er tot? Ja, ein Glück. Kaparov ist unterwegs zum Helikopter. Haltet sie auf und fallt dann zurück zum Haupttor. Jo, alles klar, Boss. Ja, die Tür schlappt ihr jetzt aber auf. Ach so, roter Alarm. Ah, cool. Waffenauswahl. Gut. Schnapp ich mir doch glatt meine Waffe. Die sieht nicht schlecht aus. Was ist das für eine? Hm. Boah, so eine Einschusswaffe, gut. Dann nehme ich die und tausche noch gegen... gegen welche nehme ich denn nicht? Die Usassen... Die sieht gut aus. Gegen die F2000, genau. Die F2000 ist gut. So. Wie, die hat nur 31 Schuss? Kann mich verarschen. Wo sind sie? Sie sind oben. Ja, Teambeschuss, toll. Ah, ich wäre doch lieber bei der anderen geblieben.
Weil da hatte ich wenigstens so ein Infrarotvisier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nochmal hochkomme oder nicht. Ah, das ist jetzt doof. Der F2000 habe ich natürlich nur 31 Schuss. Ja, nur noch 6 Schuss. Ah, die 6 Schuss haben aber gereicht. Ah, gut, hier krieg ich wieder Munition. Das ist ganz schön heftig. Waren das alle? Ja, das hat er eben schon mal gesagt. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn, kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Ja, Skill. Da war die Tür, сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти? Ja, da. Sag mir meine schöne Markierung. Ey, wieso kann ich hier nicht durch? Geht doch. Ah! Was ist denn das hier? Ein Knast oder wie? Da! Ey! Ey, was war das denn jetzt, bitteschön? Was war das? Was war das? Ich fäll einfach in dieser Mission, nur. Ey, was war denn das? Keine Ahnung, der hat mich mit einem Schuss weggehauen. Ja, ist logisch. Oh, nee, ne? Ey, also die Speicherpunkte sind hier ja wohl beschissen. Ich bleib jetzt einfach mal meinen ganzen Waffen so. Könnt mich mal. Ja, super Lampen einschalten, toll. Hab leider mit den Waffen keine Lampen. Wo sind sie? Sie sind oben. Sehe ich die wenigstens auch. So, warum nicht gleich so? Ja, du Zeit. Ey, komm schon. Mann, aber so sehe ich die wenigstens und so ist es viel einfacher. So sollte das sein. Wie gesagt, Skill. Ja. Jo, gut. Ja, die gehen jetzt da entlang und ich soll hier unten lang gehen. Ja, dann gehe ich mal hier entlang. Und gucke, dass ich diesmal nicht sterbe. Ah, das ist so ein Übungsplatz. Ah, und da sind natürlich jetzt aber auch noch Gegner. Ah, okay. Das ist natürlich geschickt gemacht worden. Die blenden mich, scheiße. Ja, das ist doof. Mit dem Rotpunkt visieren. Da. Das nervt. Hätte das lassen. Meine Güte. Ah, ich lauf weiter. Lässt du das wohl? Oh Mann, das nervt so, dieses Rot. Dieses Rotpunkt. Hab schon eine Granate, ja. So, jetzt aber. Geht doch. Nein. Hör auf. So, da ist aber noch jemand, der meint, mich nerven zu müssen.
Also die kommen dann durch. Okay, gut. So, geschafft. Kann es hier mal ein Speicherpunkt sein? Ja, geht doch. Ein Glück. Jetzt reicht's mir. Wirklich. Boah, hier geht alles in Flammen auf. Super, ich sehe fast gar nichts mehr. So geht was. Und so macht man das. Da höre ich einen Heli. Nochmal nachladen mit allem. Ach so. Ah gut, ein Glück. Ich werde wieder schön Action und so. Hallo. E. Ich habe E gedrückt. So, Kavarov, so siehst du also aus, du Bitch. Ich wette, ich muss noch irgendwas drücken. Wow. Ah, ich gehe wieder schwimmen. Yeah. Super. Hallo. Na du, nächster Kollege. Stopp. Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Bah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist... Ah! Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und vorhat. Ja, ich will es aber gar nicht wissen. Sie also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort, oder etwa nicht. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Gut. Welche Mission kommt jetzt? Ach so, es geht einfach weiter. Okay. Ach so, wir sind jetzt hier ganz vorne. Okay. Ah ja, Dima hat aufgeräumt und... Ich bin das erste Mal alleine. Wow. Okay. Die dürfen jetzt eigentlich keine Gegner mehr sein. Ach, da liegt er doch. Mach keine Dummheit. Was? Ach, hallo. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscheppelt. Ah, das ist Dima. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens zwei Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Genau, und dann gehen die ja nach Paris, um die eine Bombe zu... Ja, ja, ich verstehe. Gut. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur zwei Soldaten, die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Wen denn? Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! Ah ja, und jetzt habe ich ja meinen einen Kameraden erschossen. Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Ah ja, jetzt habe ich natürlich meinen eigenen Kameraden verraten. Ja, scheiße. Okay. Krass. Okay, gut, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.